Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Let's Play von der Kleinigen, der Wasche sagt Hallo aus dem Singleplayer. Wie beim letzten Mal angekündigt, hier mit dem 1300er. Einmal Ballen sammeln ist angesagt. Mal gucken, ob der richtig eingestellt ist. Ja. Er ist der Einachsige, wie ihr seht. Ja, da komme ich so nicht weiter. Hier kriege ich halt auch nur die Hälfte drauf, wie auf den normalen Akkusen. Aber wie gesagt, selbst der hier ist schon groß genug für die Karte. Ach, da geht sogar noch was. 10 Stück gehen drauf. Ich dachte, da gehen nur 8 drauf. Dann fahren wir die mal zum Hof, zu den Kühen. Ich glaube, da haben wir noch ein Abteil frei, wo wir wenigstens ein bisschen was lagern können. Da hat er schon gut zu kämpfen.
Fahren wir direkt hinten rum. Ist der Anstieg nicht ganz so hart. Dann können wir das erste Mal ein bisschen Kraftfutter machen für die Kühe. Schön schnell. Flotti Ramotti. Alles noch drauf. Muss ein bisschen aufpassen hier mit dem Dachvorsprung. Kämpft, kämpft, kämpft. Muss sein. So. Ihr seht, alles sehr, sehr eng hier auf der Kleinlinien. Werde ich die hier abladen, dann kann ich mit dem Kramer da hinten, kann ich die dann da hinten einlagern. Da steht noch der Fendt drin, den holen wir da raus. Na, falsche Taste. Na. So, kann der gleich zur nächsten Tour auf. Und hier möchte ich doch, da müssen wir den aber wegfahren. Möchte ich die direkt jetzt einmal Futter für die Viecher machen. Lassen wir hier einmal kurz stehen.
Und das ist rabiat hier. Können wir da hinten gut einmal durch den Kuhstall. Na, bin ich stehen, aber die sieht man auch scheiße. Da sollte ich mir echt eine andere Folie zulegen. Also bei dem Kuhnpack kann man halt die Folienfarben direkt von Anfang an verändern. Ich hatte jetzt hier schwarz gewählt, man kann auch grün. Ja, das sei irgendwie so ein bisschen rosa Farben und weiß gibt es halt. Ob der drauf bleibt. Ja. Ich glaube, das reicht aber noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, vielleicht geht das sogar mit dem. Ja, egal, ich will nur gucken. Was haben wir zu viel? Stroh haben wir zu viel. Und von dem anderen könnten wir alles noch ein bisschen, packen wir noch einmal Silage oder Gras halt rein. Mal Silage. Mal Gras liegt hier vor mir, mal Gras.
es sieht schon besser aus. Nehmen wir uns einmal, ne, den können wir eh mal da rausholen. Nehmen wir uns den hier mal. Rechts abkippen. Ja, und jetzt ist natürlich alles zugebaut hier. Da können wir noch rückwärts dadurch. Und zack, steht er schon wieder da. Und dann können wir mal hier so stehen lassen. Und dann machen wir gleich noch eine Fuhre. Holen wir erstmal noch ein paar Ballen von der Wiese mit dem MB hier. Ja, das ist auf jeden Fall so das Weitere, was hier noch geschehen wird. Da werde ich wahrscheinlich keine weitere Folge von machen. Aber wir haben die Viecher auf jeden Fall jetzt gefüttert. Zumindest die Kühe. Ihr seht, Kraftfutter ist drin, Silage und Heu ist drin. Ein bisschen Gras könnte ich noch so reinpacken. Produktivität wird dementsprechend bald hochgehen. Und dann haben wir auch endlich ein bisschen mehr Gülle und Mist als Dünger für die Felder. Und ein bisschen Geld kommt natürlich auch bei hoch. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Lasst ein paar Daumen da und bis zur nächsten Folge. Tschüss.